hier ist es schon ein bisschen scheiße. Aber die Sonne blendet, die blendet euch bestimmt auch. Aber da müssen wir jetzt durch. Und ihr auch. Ja, wir haben dieses Jahr selber, haben wir ja auch Ballen gemacht und wir haben ca. 250 Stück Rundballen und ca. 800 kleine HD-Ballen gemacht. Habt ihr ja auch ein Video von den HD-Ballen machen, das waren halt wie gesagt so 800 oder was. Also für dieses Jahr ist sowieso nicht mehr so viel zu mähen, da bei uns ja so viel Wasser gestanden hat und dadurch so viel Wasser gestanden hat. Ist die Feuchtigkeit, hat das Gras angegriffen und das Gras ist jetzt gelb. Und wenn das gelb ist, dann brauche ich das nicht mehr mähen und auch nicht mehr als Heu verwenden. Jetzt können wir nochmal die Flächen können wir mähen, die wir sowieso schon gemäht haben. Und falls ihr jetzt sagt, dann müsst ihr früher anfangen zu mähen. Problem ist, das sind Flächen, die darf man erst zu einer bestimmten Zeit mähen. Einige kennen das vielleicht. Einige kennen das vielleicht, einige nicht. So, guck, jetzt mache ich, jetzt, ne, so, jetzt sind wir fertig, jetzt machen wir hier ganz stumpf einfach zwei Bahnen drumrum. Eine reicht leider, glaube ich, nicht so ganz. Ne, also einfach hier so, zack, drumrum und man braucht nicht nachher nochmal nachfahren oder irgendwas. Das ist top, also das ist top. Ja. Werde ich das natürlich nur so machen, dass ich noch zweimal, noch einmal fahren muss. Das ist natürlich blöd, ne? Das ist natürlich nicht, hätte ich noch ein bisschen länger rausziehen müssen. Das halt, mache ich jetzt auch noch nicht so lange, ja? Das mache ich jetzt nur, seitdem wir den Zweikreiselschwader haben, mache ich das meist so. Und sonst eigentlich nie. Ja, hier wird es auf jeden Fall richtig gute Silage. Das ist noch ziemlich grün. Da merkt man, dass es noch frisch ist. So, wir machen die Zapfwelle aus, weil wir sonst die Reihen wieder auseinanderschlagen. Und das wollen wir vermeiden. Ehrlich. Einfach noch mal lang hier, da zieht sich die Reihen schon zusammen. Also dieser Gurt für die Kamera, der drückt ganz schön an die Stirn, ey. Nicht, dass du nachher noch umkippst hier, weil es so drückt. Also, davon abgesehen. Ja, hat schon wieder Probleme, er steht schon wieder mit der Presse. Sowas ist natürlich ärgerlich. Weißt du, hast eine Presse und willst Gas machen und jedes Mal ist irgendwas. Sowas ist richtig scheiße, würde ich sagen.
Aber so ist das nun mal. Was soll ich sagen? Manchmal habe ich auch Probleme. Mit meinem Schwan habe ich bis jetzt noch keine Probleme gehabt, aber mit einem Heuwender habe ich schon mal Probleme gehabt. Und mit dem Schwader, den ich davor hatte, habe ich schon mal Probleme gehabt. Und ja. So, siehst du, jetzt kann er hier ohne weiteres. Vor. Oh, ist das nicht eine schöne Reihe? Guckt euch das an. Schön sauber, da kann die Presse später schön sauber aufnehmen. Und es gibt auch keinen Ärger oder irgendwelches Gedöns. Viele regen sich auf. Schon mal bei uns, da hat sich auch aufgeregt. Wer war das? Ich glaube, mein Bruder hatte sich aufgeregt, warum die Reihen nicht. Warum die Reihen so auseinander sind und. Ach, was weiß ich. Oh, jetzt müssen wir uns mal ein bisschen hierher drehen. Ich muss das sehen, weil da vorne kommt ja dieser blöde Drecksbrunnen. Total unnötig, sowas da hinzusetzen. Genau mitten in der Wiese, ey. Manch Leuten fällt nichts Besseres ein. Schwaden mal ein bisschen grünes Gras dabei. Nein, war ein Scherz. Oh, ein Senna. Nebenbei die Stufe zurück.
Ah, das riecht so schön nach Heu. Also das ist schon, das ist zu trocken. Ja. Ach, ich wusste es, dass der Staub hier reinkommt. Das ist so eklig. Ja Leute, ich würde sagen, dass wir jetzt gleich zum Ende kommen, weil mir brennt gleich die Stirn weg. Also ich fahre jetzt den Trecker, also ich muss jetzt nochmal zurück da zu der Fläche, wo wir vorhin waren. Ich muss nämlich jetzt da, eben da treffe ich mich noch mit der Kundin kurz. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Ende. Also, wir hoffen, oder ich hoffe, es hat euch wieder sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet gute Unterhaltung, so ein bisschen, ne? Ja, und ich, ja. Also, wie soll ich das aussprechen? Jetzt müssen wir mal, die Ballen werden aufgeladen. Die Ballen werden aufgeladen. Wo ist er denn? Mit seiner Klaas oder was er da hat. Die Ballen werden aufgeladen, aber kein Trecker zu sehen. Doch da.
Ja, gut. Also, wie gesagt, ganz großes Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und bleibt, wenn ihr dranbleiben wollt und mehr Videos sehen wollt, dann abonniert den Kanal, bleibt weiterhin dran, schaut immer weiterhin zu. Und ja, ein ganz großes Dankeschön geht an die ganzen Abonnenten allgemein. Wir haben jetzt fast 5000 erreicht. Das ist Wahnsinn, ja? Und ich hoffe, es steigert sich auch noch. Deswegen immer schön abonnieren. Also, ich sage von meiner Seite aus Tschüdelüs und bis zum nächsten Mal. Hier bei Lohnunternehmen Hartha. Ja, ne, also. Also, haut rein, Tschüdelüs.